Willkommen zurück zu Final Fantasy Crystal Chroniken mit Nocturna. Ja. Yay! Im Postgame. Oh. Hi. Oh, guck mal, ein unveränderter. Großartig. Ja, ja, ganz was Schwieriges. Ein Fleisch. Wenn die nicht so eine. Wenn die nicht 5 Minuten zum Sterben bräuchten? Wird's noch ein bisschen schneller gehen, ja. Ja. Die Viecher finde ich besonders spannend. Ja. Immer noch genauso schwach wie früher. Habt ihr das gesehen? Ich habe einen Spezialattacke benutzt. Stolz auf dich? Nee. Können wir rot im Kalender anstreichen. Wir sollten erst abbiegen, bevor wir jetzt hier nach rechts gehen. Weniger Aufzuggeschichte. Mhm. Ah, Fisch gedroppt. Ich kann ohne den Fisch, glaube ich, auch weiter leben. Ich lasse ihn da jetzt einfach liegen. Ohne Fisch? Ja. Ohne Fisch? Ohne Fisch? Weiß ich nicht. Das geht nicht. Wird geladen. Das ist gegen meine Philosophie. Ja, wird in der Tat geladen. Kann man ein paar Aufzüge hier nehmen. Mal gucken, ob sie in dem Gebiet hier überhaupt dran gedacht haben, Gegner hinzusetzen. Ja, doch, davon sind welche. Aber vielleicht sind die Fahrschule jetzt eingefroren und man kommt da einfach nicht mehr hin. Nee, unten, als wir unten im ersten Gebiet waren, hat man gesehen, dass Feinde an den Stellen sind, wo man nur mit Aufzug hinkommt. Hätte die ganze Geschichte aber deutlich kürzer gemacht, ja, da stehen noch welche. Und das heißt ja nicht, dass die Aufzüge funktionieren. Oh, dieser sterbende Schwan von Gigas. Gigas-Kraner. Es müssen sich alle drauf bewegen. Danke. Ah. Mit 4 Leuten ist halt echt die Pest, diese Dinger zu aktivieren. Ja. Könnte etwas besser funktionieren, sagen wir mal so. Nee, jetzt so schnell auf die Seite gekommen. Pflanzen, ja. Boah, das hat sich dann ja richtig gelohnt. Ja, aber wenigstens mal was anderes. Ja, da hast du deine Phönixfeder, die sonst in der Schatztruhe gewesen wäre. Das lohnt sich nicht mal, den einzusammeln eigentlich, aber... Und wieder hochfahren. Man sieht, wie das Spiel versucht, die Charaktere automatisch in diese Viererformation zu versammeln, damit das automatisch funktioniert, aber das Spiel fehlt dabei manchmal. Das ist irgendwie ganz komisch. Ja. Erst weil sie halt den Charakteren jeweils Push-Physik gegeben haben. Die wird damit wahrscheinlich einfach kollidieren. Aber du castest doch hier schon wieder, ich merke das doch schon. Feige Sau versteckt sich da ganz hinten und castet. Wer tut sowas? Cast-Radius. So. Machen wir erst Runde? Ja. Immer schöne Reihenfolge nach. Tuka, 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 tuka. La, 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 ist schon gemütlich. Die fahle Höhle. Mhm. Oh, hat Feuer fallen lassen. Wahnsinn. Tatsächlich. Das sah ganz, sah von der Farbe her irgendwie komisch aus. Das noch was. Ein Asura! Wow. In den Post-Game- Habe ich auch noch nie gehabt. In den Postgame-Leveln droppen einfach keine guten Artefakte. Nee. Ich habe das Gefühl, die Postgame-Level sind eigentlich nur dafür da, um durchzurushen und dann am Ende diese Standard-Kombi an Skizzen zu kriegen. Ja. Also, die wirkt auf jeden Fall. Skizzen und Materialien. Damit man sagen kann, man hat neuen Content eingebaut. Ja, großartig. Fett neue Level und so. Ja. Ich habe gerade für einen Moment echt, weil da sind 2 Items mehr oder weniger aufeinander gelandet. Ich habe gedacht, ich hätte das Schmiede-Item von dem Gigas eingesammelt und dann stand aber Rundmais bekommen. Ich war like, hä? Das super seltene Schmiede-Item Rundmais. Und Drachenauge! Bestimmt super selten und super nützlich für irgendein Schmiededing. Ja. Ich glaube, ich brauchte sogar eins. Es könnte auch ein Drachenzahn gewesen sein, ich bin mir nicht sicher. Drachenzahn gibt's auch.
Drachenzahn ist eins von den alten Items. Drachenauge ist offenbar eins von den neuen Schmiede-Items. Für die genialen Remake-Items. Mehr Bomben? Ja, wieder ein blöder Caster. Caster-Kind. Ja. Das Blitzrauch von den Castern ist mit Abstand das nervigste und gefährlichste, was die hier haben. Ja. Das ist richtig. Und dann macht alles Sinn, andere den ist, zu erledigen. Alles andere ist eigentlich nur so Deko. Ne. Wow, die Gegner lassen mal richtig viel Geld fallen. Heiliger Buch erhalte. Und eine Phönixfeder. Phönixfeder, ja, bin ich ja froh, dass wir hier so einen Markt dreht einfach auf der Stelle um. So, Phönixfeder. Nachvollziehbar. Schauen wir, ob ich nicht erwischt. Wenn es hier wenigstens Eisphysics geben würde. Hör mal, das hätte man komplett programmieren müssen. Und außerdem, nein. Ich wollte gerade sagen, also. Erstmal wäre das Level ein bisschen interessanter machen. Das wäre schon deutlich komplizierter machen, wahrscheinlich. Und außerdem, nein, wie Kevin sagte. Ganz abgesehen davon, dass ich mir sicher bin, wenn die Eisphysik programmiert hätten, hätten die irgendwelche Glitches eingebaut, womit aus der Map raus glitscht oder so. Ich bin mir sicher, dass ja. Bei Square Enix, wenn die jetzt versucht hätten, plötzlich Eisphysik in das Spiel einzubauen, wo vorher keine drin war, hätten die irgendwas kaputt gemacht. Aber okay. So weit hat das Spiel einen schon gebracht, dass man sich Eisphysik wünscht, nur damit die Level interessanter werden. Ja, schon richtig. Weil davon abgesehen, dass es jetzt blau ist, ist es halt auch jetzt nicht wirklich anders als vorher. Nein. Weil Celebration Cave war sowieso auch schon sehr einfarbig und jetzt ist halt einfach nur eine andere Farbe einfarbig. Das sagen, ja, aber du hast. Oh, Elektron. Du hattest halt im normalen Celebration, du hattest diese komischen Quallen, du hattest Sahagine, du hattest Gigasse, du hattest Käfer, Echsen in zwei Größen und hier hast du Goblins. Ja. Und Goblins. Und dann mal ein paar Quallen. Und Goblins. Ja. Und dann die 5 Gigasse, die man mal trifft. Ja. Und Goblins. Oh, da ist ein Wasserloch. Hallo, Herr Sagarin. Hallo, ich hab Fische dabei. Oh. Oh. Keine Fische. Oh, ich will keinen Keks. Ich habe das Gefühl, die Fische wurden tatsächlich removed. Ja, nur ist auch kalt im Wasser und so, ne? Wir müssen ja Winterschlaf halten. Mhm. Ja, das wird's wohl sein, ne? Wer hat sie getötet? Eine Gigas versucht zu uns runter zu rennen, oder einfach eine Treppe hängen. Also hat er seinen Breath benutzt, was sinnvoll ist. Ja, er hat perfekt den Choke Point ausgenutzt. So macht er ein echter Dragonborn. Ja. Ja, nein. Stört mich jetzt nicht unbedingt, dass die Fischis nicht mehr da sind. Da war immer ein bisschen nervig, dass man immer darauf warten musste, dass die aus dem Wasser rausspringen. Aber ist trotzdem ein bisschen komisch, Celebration Cave zu spielen, ohne dass die Fische aus dem Wasser kommen. Ja. Jetzt haben sie echt aber auf jede Treppe so einen Gigas gestellt, ne? Ja. Um den Choke auszunutzen. Das ist halt der Treppenwächter. Offensichtlich. Der Treppenwächter. Ich bin relaxed so auf der Treppe. Ja. Wenn es ein Torwächter wäre, wäre ich interessierter daran. Ist so. Nicht mal weg. Oh, der lässt nicht mal was fallen. Enttäuschend. Next. Wo ist der Caster? Da ist. Wo ist der Caster? Da hinten ist der Caster. Mein Gott, ist er weg. Wo ist der Caster? Jetzt hol mir nicht Memes aus den 2000ern zurück. Irgendwo ist da noch ein Bomber. Weil es mit Abstand das Level, wo wir das meiste Geld gekriegt haben, ist jetzt im Postgame. Aber hier sind auch so dermaßen viele Gegner, hier kriegst du ja dauernd was gedroppt. Ja, aber selbst in den anderen Level hast du kaum mal Geld dazwischen gekriegt, aber hier doch regelmäßig. So ungewohnt plötzlich wieder. Jetzt noch nicht. Ne, der steht hier oben. Hier oben ist der Kasse. Jetzt ist er tot. Immer der gleiche Mist. Tja! Oh, der ist so cool. Oh,
Aber man kann zu, danke, aufhören zu fliegen. Alter, schon wieder Pflanzensamen. Boah, das ist noch mal so Sinnvolles. Und mehr Phönixfedern. Was soll der Dreck? Warum gehen die uns Pflanzensamen? La 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 la, Pflanzensamen machen. Ja, das auch. Hier wäre theoretisch. Beim letzten Mal war hier der Encounter spaßig, weil auf einmal tausende Gigas kamen. Ja. Scheinen einige Gigas so durch Goblins ersetzt zu haben. Diesmal nicht ganz so spaßig. Wir haben 3 Gigas oder so entfernt und dafür einen so einen Goblin-Encounter dahingestellt. Ja. Ja, schon schwer halt Postgame. Definitiv ein Balancing. Schwieriger Tausch. Cockatrices sind generell komplett aus dem Level raus. Also da sind 2 Statusentfernungen, 2 Statusveränderungen durch, die gar nicht mehr da sind, die entfernt wurden. Ja, die Blumen ja auch, die 2-3, die es gab. Okay, jetzt haben wir den Encounter von hinten attackiert. Da haben sie nicht mit gerechnet. Plötzlich steht der Caster im vordersten Front und fällt einfach direkt um. Damit haben sie nicht gerechnet. War auch gemein von uns. Ja. Einfach nur ein bisschen. Schutzring. Okay, Schutzring. Die haben das Level hier echt umdesignt, oder? Hier war doch früher ein Weg. Nee, ah nee, schon gut. Schon gut. Hier war nur früher der Windkristall. Ich hab das Ding nicht erkannt, weil der Windkristall da fehlt. Ja, dass sie die komplett ausgebaut haben, verstehe ich auch noch nicht so ganz. Hör auf zu casten, du Sau. Danke. Caster. Ich bin der Folge, ich den Caster weggefokust. Ja. Das ist mein drittes Miete, das ich auch so sehr aufgehoben habe. Ups. Ich heb dauernd einfach so spaßenshalber die ganzen Zaubersteine auf. Ja, das war's dann. Wow. Dann können wir zum Boss gehen. Steht noch ein Gigas. Auch hier unten von uns steht auch ein Gegner, aber ich glaube, es ist nicht so wirklich relevant, dass wir den auch mal umbringen. Ah, doch. Da steht noch ein ganzer Goblin-Encounter, das muss sein. Die haben sogar eine Kiste. Eine Truhe. Erstmal den Caster verprügeln und dann haben wir den Rest gewonnen. Rat mal, was es ist. Ist es deine Phönixfeder? Nein. Alle Unrecht. Marc, du hast noch einen Versuch. Phönixfeder? Nein. Es ist noch ein Pflanzenkorn. Yay. Das ist in der Tat noch ein scheiß Pflanzensamen. Oh. 3 davon macht doch richtig viel Sinn, wo man eh nur einen einpflanzen kann. Ist das nicht zu früh? Ist zu früh, ist zu früh, ja, ist zu früh. Ist zu früh. So, dann gucken wir uns jetzt mal Herrn Wurm an. Ich brauche halt ein Navi, der mir sagt, er ist in 2 rechts abbiegen. Ja, jetzt kannst du dich gerade aushalten, dann die nächste links. Ah, ich werde mal geschoben, wie schön. Die Wand hat jetzt gestört. So. Auch für den Weg hätte sich fast schon Hast gelohnt. Also ich bin echt mal auf die Level 7er Dinger gespannt. Ich bin gespannt, ob das überhaupt einen Unterschied macht. Ich habe nicht das Gefühl, dass dieses Level auch nur ansätzlich Unterschied zu den Schwierigkeitsstufe 4 Dingern war. Na, vielleicht hast du auf höheren Schwierigkeitsstufen mal was anderes als Blitzgoblins erstehen. Ja, einfach entweder mehr Gegner oder Diversität. Ich glaube doch nicht ernsthaft, dass die unterschiedliche Gegnersets für unterschiedliche Schwierigkeitsstufen gebaut haben, wenn es überhaupt unterschiedliche Schwierigkeitsstufen geben sollte, was ich immer noch nicht glaube. Dann schauen wir erstmal, wie hässlich der Grottenwurm aussieht. Grün. Wie hübsch. Standards-Farbset habe ich so das Gefühl. Schon okay. Oh! Gibt jetzt Fotos. Okay. Hat das noch irgendwas getan? Ja. Das hat zu ordentlich Schaden gemacht. Ich habe nur geheilt. Dafür macht er. Oh, wie süß! Er ist gesprungen. Ja, also dieses rote Atmen, das macht schon Schaden. Hat doch gerade Kevin ordentlich Schaden gemacht. Ah, ja, das ist, ich hab die ganze Zeit eine volle HP gesehen. Ja, ich hab dich geheilt.
gerade. Am Schluss hattest du noch irgendwie drei Herzen. Ja, aber war trotzdem nicht gerade durchhaltefähig, der Boss. Und dementsprechend ins Tagebuch eingetragen. Nicht das größte Problem der Welt. Postbubo. Bo. Einen Brief habe ich dabei, Kupo. Das ist ja toll. Von Telsart. Mein Mogri! Ey, gib mir meine Mogri-Puppe zurück! Du kannst sie doch nicht einfach mitnehmen! Ohne mein Mogri kann ich nicht schlafen, ich will ihn zurück! Kriegst einen echten, ich fühle mich einsam. Mogri, was ist das? Kriegst einen echten. Du darfst einen Mogu haben, den braucht eh keiner. Mogri, was ist das? Das Schreiben beendet. Das ist eine gute Antwort. Mogri, was ist das? Noch nie gesehen. Wo, was? Aha. Das war so spannend, dass sich Alex bei mir erstmal zweimal hingesetzt hat. Okay. Ja, schauen wir doch mal. Viele Gegenstände gesammelt. Können wir das mal wieder Gegner mit Spezialattacken besiegen? Oh. Ich hätte vielleicht doch ein paar mehr Phönixfedern aufheben sollen. Oh. Oh. Yes! Der Fisch! Der Fisch hat den Unterschied gemacht. Oh, ich habe einen Artefakt. Drachenschuppe, Drachenauge. Ich habe auch zwei Artefakte offen. Ich bin schwer beeindruckt. Ich nehme das einzig nützliche Artefakt. Ja, das war bei mir noch offen. Palladiumpanzer, Palladiumschutz, Drachenschuppe, Drachenauge. Ich nehme jetzt hier so einen Palladiumpanzer. Ich hätte auch die Magie plus 1 nehmen können, aber. Wolltest du dann doch nicht? Ich habe meinen Traum aufgegeben, der super Archmage zu werden. Ja, dann brettern wir doch mal schnell noch durch die Dämonenstätte durch. Schaffen wir dann? Schauen wir schon. Dämonenstätte ist ein lächerliches Level. Außer die haben Stein halt finden. Außer die haben im Postgame irgendwas Riesiges da drin verändert. Ja, ich Stein finden. Ja, ich haust du dann direkt wieder. Jo. Zusammen aufbrechen. Natürlich kein Event bekommen. Wie sie es halt gehört. Gastgeber. So, wo ist es? Da. Palisadenfort. Ist bestätigt und startet. Mhm. Die Level ist open. Burp. Die Musik scheint sich nicht verändert zu haben. Ich zweifle, dass sich der Counter verändert haben wird. Schaden zufügen. Oh, ist aber deutlich heller hier geworden seit dem letzten Mal. Ist jetzt Tag geworden. Was? Stromrechnung bezahlen. Viele Gegenstände sammeln. Gut, Moschee ist jetzt plötzlich in der Nacht und dann ist das hier jetzt halt am Tag. Ja. Oh, ich meine, dadurch sieht man jetzt hier deutlich besser. Ja, man sieht plötzlich mal was. Das ist eigentlich ganz nett. Engel. Großartig. Ich wollte jetzt nicht unbedingt nehmen, aber ich hab's. Ist noch ein Bomber. Der Qual glitscht sich da so ein bisschen durch die Gegend. Ja, wir sehen, dass es nicht mal Quals im Postgame. Dass es sowas noch gibt. Ist mir hier jemand was anderes? Nee, die Kiste gibt's nicht mal in dem. In der Version des Levels. Dann nicht. Ja, in der Tat. Quarz sind ja nur selten. Goldeidechsen. Ich würde sagen, sind wieder die Feuerviecher, die wir auch noch nie gesehen haben. Dann finde ich den Blitz, wie ich bereits gelernt habe. Noch habe ich keine Blitzgegner gesehen. Vielleicht sollte ich vom Blitz mal auf. Guck mal, das sind die normalen Behemoths. Wow. Okay. Viele haben Blitz. Das ist aber definitiv nicht die Konalkorach Level Durchgang 3 Versionen davon. Dafür sind sie viel zu schnell gestorben. Nicht mal so ein bisschen. Für die nächste Party. Ja. Das ist aber nicht so cool wie eine Bocklin Party. Die Bocklin Party hört nie auf. Ja. Von daher bin ich nicht beeindruckt. Ein Schneestern! Ja, das ist ein tolles Artefakt. Ich ändere mal eben ganz schnell mein Equip, könnt ihr schon mal weiterlatschen.
Feuerschild und... Na, ich habe auch schon überlegt, auf meine Feuersachen umzusteigen. Feuerbrosche. Und da ist gar kein Bomber auf der Brücke. Frech. Da. Okay. Ja, wahrscheinlich weil dieses Level oder diese Version des Levels nicht dafür zählt. Das ist nicht mal mehr Geister hier. Stimmt, dafür, dass sie einem direkt Engel am Start des Levels geben. Stimmt, wir müssen gar keinen Sanctus mehr casten, ne? Dafür, dass es im Postgame irgendwo einen Sanctus-Ring geben soll. Achso. Müssen wir schon nacheinander machen, liebe Leute. Währenddessen stirbt Kevin da oben freudig. Ich weiß nicht, ob der dabei so freudig war. Ja, ich hätte vielleicht doch nicht mitten in die Feuerra-Caster reinlaufen sollen. Wir haben zwar ziemlich sicher in Gehaltsarm, aber ich fürchte, Kevin ist rausgelatscht. Die war eigentlich durch. Ist eigentlich immer noch nicht geheilt worden. Keine Kiste? Nein, keine Kiste. Okay. Nein. Schockierend. Ja, haben die einfach die Kiste aus der Ecke ausgebaut, das ist ja noch nie passiert. Mark läuft zu schieben. Na schon, irgendwo frech. Ich habe hier keine Feuerhandschuhe, aus irgendeinem Grund habe ich nie eine Skizze für Feuerhandschuhe gefunden. Jetzt? Postgame ist frech. Ah, da sind Nummer 1. Gut. Ein Stein. Ja. Sie zu knechten. Was? Das ist fast so, wie das in Herrn der Ringe funktioniert, das ja. Lass den Stein mal hier vorne an der Brücke liegen. Lass den Stein mal hier vorne an der Brücke liegen. Oh. Tut. Tut. Wupp. La. Ich weiß nicht, ob diese Echsen erinnern mich an so eine Metal-Band. Weil die so rot sind? Was? Ja, mit den schwarzen T-Shirts noch dabei. Auch schön. Nicht alle! Mensch, Leute. Da jetzt. Boah, wow, ist natürlich immer die beste Möglichkeit. Einer geht einfach in die andere Richtung, einer kommt mit und einer läuft nach. Das ist der Plan. Das ist der Plan. Sag mal, haben die oben alle Encounter weggenommen? Ja, hier steht ein Lamia. Ja, guck mal, die Lamia möchte bitte. Ja, wahrscheinlich den Stein. Bitte. Nee, ist ein Artefakt. Okay. Hühnenreif. In Hühnenreif. Nicht mal ein spannendes Artefakt. Ah, hier sind wenigstens noch Leute. Der Bomber ist. Der Bomber ist schon mal radiert. Da kannst du mal aufhören zu casten. Sein, der steht ja hier vor zwei Nahkämpfen und ist like cast, cast, cast. Ohne schwarze Platte. Schwarze Platte. Bis gelb noch. Das finde ich politisch nicht korrekt. Hauptsache, der kann von der unten hochcasten. Ich dachte, hier kommt ein Encounter, aber die stehen ja da unten. Ja, ja. Dreist cast einfach Vollgar hoch. Ich glaub das nicht. Keine Manieren hier. Furchtbar. Das hat den Vorteil, dass der Caster als erstes zu uns kam. Hier, Lass doch mal einen Stein. Manchmal vergesse ich, dass wenn man brennt, dass es eine schlechte Sache ist. Es passiert so selten, dass man dadurch ernsthafte Nachteile hat. Oh, 80 in der Kiste? Aber es war keine Phönixfeder. Das freut mich ja schon fast. Das ist nichts. Hab ich hier vorne alles eingesammelt? Nee, hab ich nicht. Okay, wo zum Teufel ist der zweite Stein? Wahrscheinlich da, wo immer es. Unten links. Wir haben inzwischen mehr oder weniger festgestellt, dass Dämonenstädte scheinbar drei Locations zu haben scheint, wo der Stein eigentlich immer ist. Oben in der Mitte, rechts da, wo wir ihn eben gefunden haben, und unten links auf der Erhöhung. Wobei das eben zugegebenermaßen bei dem Viech rechts nicht die Location ist, die wir sonst hatten, halt im normalen Goblin,
der normalen Dämonenstätte, was halt auch daran liegt, dass dieser Gegner normalerweise nicht da ist, ne? Ja, anscheinend müssen wir einfach noch einen Behemoth finden, der den zweiten... Ich vermute mal, der wird jetzt einfach hier oben sein und fertig. Guck mal, den Kessel. Klingt sinnvoll. Klingt nach einem Plan. Eine Rattenkralle. Cool. Das ist schon rattig. So, gucken wir mal, ob der Behemoth da ist. Ne, ist eine... Mal mehr Goblins erstmal. Ja, da oben ist er. Ich sehe seine Hörner schon als Schatten. Dann wird das wahrscheinlich der andere Träger des Steins sein. Hallo! Steinwächter. Man muss ein Stein sein auf dieser Welt. Stein sein. In der Tat, also. Mit 1500. Was mit den Sachen der 90er? Ich bin wieder überladen. Versucht den Stein zu nehmen, aber versucht doch die Phönixfeder aufzuheben. So, Wetten werden angenommen. Wie sieht der Endgegner aus? Blau. Genauso wie die anderen Echsen, ja auch rot. Rot. Ja, aber der war ja vorher schon rot. Ja, und jetzt ist er rot mit einem schwarzen T-Shirt. Und Bandnamen, oder wie? Ja. Band-Logo drauf. Da müssen wir einen Stein nehmen wollen. Die Feuerechsen. Die untoten Caster. Wie haben diese Gegner überlebt? Wir sind halt nicht hier hingelaufen, um die eine Lamia zu töten. Dann hätten wir fast noch eine Rattenkralle verpasst. Das wäre wichtig gewesen. Das wäre aber auch eine Schande. Aber wenn man jetzt hier die Stämme da nicht mehr sprengen kann, ist das dann für Dings komplett egal? Ja, du kannst ja die normale Dämonenstätte spielen um Knall Korach halt. Also, ja. Jetzt ist die Frage, ob das neue Knall Korach, ob man dafür vorher nochmal die Dämonenstätte machen sollte damit. Ich vermute, das hat auf das neue Knall Korach überhaupt keinen Einfluss. Vermutlich. So wie das Remake komm, Tor geht auf, jetzt danke. Gezeigt hat, ne? Ja, das übliche Tor, ne? Tor! So, Wetten werden noch angenommen, wie lange überlebt der Boss? Ich sag. Ach so. Ich sag 20 Sekunden. Ich sag mal 23 Sekunden. Okay, ich guck bei mir auf die Zeit. Also, ich hoffe einfach mal, dass er länger als 20 Sekunden lebt. Auf jeden Fall lädt er 20 Sekunden. Das ist richtig. Das zählt schon zur Zeit. Er ist runter! Und er hat außerdem Schwarz dabei. Denkt schon mal gut. Das. Das Feuer hier ist natürlich problematisch. Ja, Lamia, würdest du mal aufhören, Vollgar zu casten? Ich glaube, Kevin hat die richtige Idee, die Lamia zu killen. Der Feuereffekt killt uns. Ups. Nee, ich brenne mich. Ich seh mich nicht, ach da oben bin ich. Ich hab mich hinter dem Boss einfach nicht gesehen. Endgültig down, hat jemand Engel? Oder killt ihn einfach, eins von beiden. Killt ihn einfach, er ist eh low. Danke. Na, er hat auf jeden Fall länger als 23 Sekunden überlebt. Ja. Definitiv, er hat gute anderthalb Minuten fast überlebt, glaube ich. Jetzt frag ich mich, ob der pink ist. Und dadurch eine andere Farbe hat, oder ob der normalerweise auch pink ist, aber weil er nachts durch die Gegend läuft, sieht man das nicht so gut. Philosophisch. Schwierige Frage. Mel Kubel hat. Oh, Alarim hat ein Herz. Gut gemacht. Na, wer nervt denn heute? Von Telsat, schon wieder, mein Gott, Telsat. Von wegen, du hast meinen Mogri bestimmt auf deiner Reise verloren und jetzt muss mein armer Mogri mit einem Goblin oder einem Ogre schlafen, das erzähle ich Mutter und Vater. Tut mir leid, nur das nicht. Nicht antworten. Ach. Ich will auch eigentlich gar nicht antworten, was soll das? Unfug. Schreiben beendet. Kann ich weiter? Da, nimm. Zugestellt, Gubbau.
Bis zum nächsten Mal. Gubo. So, dann haben wir Feines als Belohnung. Was gibt's hier wieder Unnützes? Ich hätte Schaden zu fügen, hätte ich mir angreifen sollen, ich habe viel geheilt. Ja. Ja. Gegenstände gewinnt. Ich habe nur die Skizzen und Material. Eine Hexenrobe, einen Hexenschutz, einen Sternensplit und eine schwarze Platte. Eine schwarze Platte haben wir auch drin gefunden. Hexenrobe. Hexenrobe klingt Juke. Steht zwar von jeder Rasse dran, aber ich nehm's mal. Was ein Plotty. Jo, wunderschön. Gruppe auflösen, Lobby aufgelöst. Haben wir es mal wieder geschafft. Noch ein Level, dann sind wir durch mit diesem Jahr. Und ich bin mir relativ sicher, das waren alle Level in dieser Schwierigkeitsstufe. Mal gucken, gegebenenfalls mache ich mir tatsächlich jetzt mal die Mühe, die Morgris zu suchen. Dann können wir die letzten Level vielleicht noch mit anderen Skins spielen. Dann kann ich mal durch die anderen Skins durchgucken. Jetzt vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder zu den letzten Postgame-Leveln. Bis dahin, see ya. Aloha. Bis denn. Tschüss.